So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Dresdner, es ist wirklich eine große Freude, heute für mich als Gastredner bei euch sein zu können. Und so gesehen, ein herzliches Grüß Gott, Dresden, Glück auf! Sieben Jahre Jubiläum, nämlich für alle patriotischen Europäer, die gegen eine Islamisierung unseres Abendlandes auftreten, das zeigt schon, welche Kraft hier vorhanden ist. Und ich sage nicht umsonst, gilt Dresden als die Hauptstadt des Widerstandes. Aber Widerstand alleine ist zu wenig. Dresden ist auch die Hauptstadt einer notwendigen Erneuerung und Rettung Europas, liebe Freunde. Das ist eure Kraft, die von Dresden ausgeht. Und liebe Freunde, ja, wir haben viele Entwicklungen, natürlich auch in Deutschland. Wir haben jetzt gerade erlebt, die Bundestagswahl, die ihr erleben konntet. Ihr habt eines erreicht, Merkel ist zum Glück weg und Merkel musste weg. Das war notwendig. Wir haben es in Österreich ein bisschen anders, da ist der Kurz jetzt auch schon weg. Das ist einer der Schüler der Angela Merkel gewesen, die ja im Jahr 2015 zu unser aller Leidwesen damals gesagt hat, wir schaffen das. Dieser wir schaffen das Unsinn, der da gelebt wurde. Ja, das war wirklich ein Anschlag auf Europa, auf euer Heimatland, aber auf Gesamteuropa, wie man damals umgegangen ist mit einer unverantwortlichen Flüchtlingsentwicklung. Wo aus allen Herkunftsländern, aus unterschiedlichsten Kontinenten, Tschetschenen, Afghanen, Syrer und ich weiß nicht woher, über unzählige sichere Länder reisen konnten, um dann ihre Wunschdestination Österreich oder Deutschland zu erreichen. Und liebe Freunde, das war wirklich ein Anschlag auf unsere Kultur und Identität, aber auch auf eine friedvolle Gegenwart und Zukunft, die wir letztlich wollen und uns wünschen. Da ist eine Gefährdung zustande gekommen. Da sind radikale Islamisten zu uns gekommen. Da war auch eine Entwicklung dabei, die auch viele Attentate in den letzten Jahren quer durch Europa letztlich verursacht hat. Und der letzte Anschlag jetzt in Norwegen ist ja nur so ein Symbol dafür, was wir schon in den letzten 10 Jahren an radikal-islamistischen Anschlägen quer durch Europa erleben mussten. Der Heinrich Lummer hat einmal eines gesagt, er hat gesagt, nicht jeder Moslem ist ein Terrorist. Aber fast jeder Terrorist in den letzten 10 Jahren war ein Moslem. Und das ist leider Gottes eine Entwicklung, die wir durch eine unverantwortliche Politik erleben müssen. Und jetzt, wo Merkel zum Glück weg ist, die eine Hürde überwunden, aber liebe Bürgerinnen und Bürger, das heißt nicht, dass es besser wird. Ihr steht vor einer Ampelkoalition. Der Herr Scholz, der auch bei den Bilderbergern eingeladen war, da die grüne Baerbock, sagt, das ist die Schlimmste, da rinnt mir kalt den Rücken runter, wenn ich diese die Baerbock. Ja? Ich habe immer gesagt, die Grünen sind wie eine Wassermelone, ne? Außen grün und wenn man sie aufschneidet, dann ganz tief rot. Ja? Und ich habe immer gesagt, lieber ein Haus im Grünen als einen Grünen im Haus. Die Baerbock hält ja keiner aus. Ja? Das wird erst eine Belastung für euer Heimatland. Und wenn ich im Vorfeld der Einladung hierher nach Dresden anlässlich dieses Jubiläums immer wieder lesen musste, naja, die Pegida, das ist ja eine ganz fürchterliche Bewegung, weil das sind Menschen, die für Heimat eintreten und wer für Heimat eintritt, wird ja heute von vornherein verunglimpft, diffamiert, als Extremist in eine Ecke gestellt, wo er nicht hingehört. Ich sage euch eines klar und deutlich, wer für die Heimat eintritt, kann kein Extremist sein, denn wer seine Heimat liebt, ist niemals vom Hass beseelt, sondern von der Liebe zu seiner Heimat für seine Kinder und für kommende Generationen. Und wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen, und auf die möchte ich natürlich schon noch eingehen, gerade bei mir, auch in Österreich, ich sage das Nachbarland von euch,
Und ich sage, wir sind natürlich kulturell ein gemeinsamer Sprach- und Kulturreis, der uns immer verbunden hat. Und deshalb seid ihr auch hier. Ich sage, ja, meine Brüder, liebe Freunde, Brüder und Schwestern, und das ist gut so. Eine gemeinsame Kultur, die uns immer verbunden hat. Und wenn wir uns ansehen, wie man ja, mit dem Ibiza-Attentat, das ja lange geplant gewesen ist, mit Tätern, die jahrelang den Auftrag hatten, mich mit Konstruktionen zu vernichten, in eine Falle locken konnten, damals 2017 in meinem Urlaub auf Ibiza, wo ich in eine Falle gelockt worden bin und über 7 Stunden Lockvögel versucht haben, quasi mich in eine Korruptionsfalle hineinzubewegen, wo man heute weiß, dass wenn man die 7 Stunden sieht, dass ich über 140 Mal, ich sage in nicht angenehmen Zustand, nämlich voll besoffen und voll fett, sagt man bei uns, peinlich genug, aber 140 Mal jede Korruption abgelehnt habe. Und man damals im Mai 2019 mit einer manipulativen Zusammenkürzung von 3 Minuten ein völlig anderes Bild erzeugt hat, weil es darum ging, mich loswerden zu wollen. Und das zeigt, dass auch viele Medien nicht daran interessiert sind, aufzuklären, die Wahrheit herauszuschälen und herauszuarbeiten. Der Zweck heiligt die Mittel. Und da ist man bereit, manipulativ mit allen Mitteln auch tätig zu werden. Ja, und in der Zwischenzeit weiß man, dass aufgrund des Ibiza-Videos alle Ermittlungen gegen meine Person eingestellt worden sind. Ich habe mir strafrechtlich nichts zu Schulden kommen lassen, aber man hat das Ziel erreicht. Ich wurde damals durch dieses Attentat zurückgetreten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man hat eine gut arbeitende Regierung, wo wir damals als Freiheitliche das Regulativ waren, in Österreich letztlich auch verhindert und zerstört. Und ich sage, wir haben viel damals auf die Reise getan. Wir wollten den öffentlich-rechtlichen Sender, der ja auch hier in Deutschland mit Zwangsgebühren ausgestattet ist, wir wollten endlich diese Zwangsgebühren abschaffen. Wir wollten endlich soziale Gerechtigkeit für die ältere Generation sicherstellen, dass es endlich entsprechende Pensionen gibt und nicht Bettelpensionen für die ältere Generation, die unsere Heimat aufgebaut hat. Wir wollten endlich sicherstellen, dass jene Frauen, die ihre Kinder großgezogen haben, nicht am Ende ihres Lebens in der Pension in Wahrheit ein unwürdiges Dasein und Leben fristen müssen, weil sie mit Mindestpensionen zu Rande kommen müssen, wo jeder Asylwerber mehr Geld nachgeworfen bekommt, als die eigene Bevölkerung, die jahrzehntelang gearbeitet hat. Das ist nicht gerecht und schon gar nicht sozial gerecht. Und das waren die Punkte, die wir vorangetrieben haben, bis hin, dass wir gesagt haben, wir wollen die Einführung der direkten Demokratie. Ja, das wäre auch für Deutschland gut, genauso wie für Österreich. Man sollte sich als Land neutral erklären, um nie wieder in Kriege hineingezogen zu werden und gleichzeitig die direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild auch umsetzen. Dann wäre die Stunde der etablierten Parteien, die nur alle 5 Jahre so generös sind, uns wählen zu lassen, auch vorbei. Denn dann könnten sie in diesem Zwischenraum von Wahlen nicht permanent über das Volk drüber fahren. Dann hätten wir die Kraft, mit der direkten Demokratie regulierend einzugreifen. Aber davor haben diese Herrschaften Angst. Sie haben Angst vor dem Volk. Sie haben Angst davor, dass man dem Volk auch eine stärkere Stimme und Mitentscheidungskraft gibt. Und wenn Politiker Angst vor dem Volk haben, liebe Freunde, dann muss man sagen, dann stimmt mit den Politikern etwas nicht. Dann muss man diese hinterfragen, wenn sie Angst vor dem Volk haben. Ja, dann haben sie ein schlechtes Gewissen. Dann haben sie Angst, dass das Volk doch andere Meinungen sicherstellen könnte, als die Politik es oftmals tut. Und liebe Freunde, ja, das Attentat habe ich überlebt, 2019, 2017, 2019. Ich bin da froh, weil im Unterschied zu der Al-Qaida lebe ich und man hat mich nicht mundtot machen können. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und ihr habt es jetzt vielleicht mitbekommen, auch aktuell, auf die Situation gehe ich natürlich noch ein, dass jetzt Sebastian Kurz
auch bei den Young Global Leaders groß geworden, wie die Baerbock und andere, jetzt als Bundeskanzler zurückgetreten ist, hat es Hausdurchsuchungen gegeben, schon im Vorfeld. Und da wurden ganz enge Weggefährten von Sebastian Kurz, unter anderem der ehemalige Generalsekretär des Finanzministeriums, der Herr Schmidt, der dann ÖBAG-Chef geworden ist, sprich Chef bei der verstaatlichten Industrie, der dort tätig geworden ist, und da sind dann Handys sichergestellt worden. Und auf den Handys hat man einiges gefunden, einiges an Belastungen und Vorwürfen, die jetzt aufzuklären sein werden. Man hat aber auch gefunden Chats, wo der Herr Schmidt dem Sebastian Kurz schreibt: Ich liebe dich, mein Kanzler. Bussi. Ja, Bussi. Naja, ich meine, jedem wird das so machen, was er glaubt. Ne? Aber auf dem Handy waren dann auch 2500 Beidl-Fotos. Ich muss übersetzen, Penisfotos. 2500 Penisfotos hat man dann bei der Handybeschlagnahmung sichergestellt. Ich meine, ihr wisst, bei mir hat es auch eine Hausdurchsuchung gegeben. Auch mein Handy ist sichergestellt worden. Ich kann euch beruhigen, es gibt weder von den Frauen Fotos da auf gewissen Ebenen und Stellen, noch von Männern, weil eben jemand 2500 Fotos vom Geschlechtsteil auf seinem Handy hat. Also ich meine, da stimmt irgendwas nicht. Ne? Da muss man mal nachdenken, was da los ist. Ne? Ich habe schon gesagt, die Staatsanwaltschaft muss wahrscheinlich jetzt eine forensische Untersuchung anordnen, welcher Penis gehört wem. Ne? Da muss sich ja wirklich die Frage stellen, ne? Was für Verwegungen gibt es da und was könnte da im Bereich der Korruption und in den nahen Verhältnissen von möglicher Korruption ein Hintergrund sein. Ne? Aber das, wir lachen jetzt drüber, aber das ist ein ernsthafter Hintergrund. Man ist nämlich draufgekommen, dass in diesen nahen Verhältnissen einer engen zusammenarbeitenden Struktur von Prätorianern man Millionen Euro mutmaßlich von Ministerien für Institute, für Umfrageinstitute verwendet hat, wo dann diese Umfrageinstitute mit Steuermillionen Fake-Umfragen gemacht haben, in Zusammenarbeit mit diversen Medien, die dann gespielt und veröffentlicht worden sind. Ich erinnere mich, ich habe auf Ibiza fürchterliche Sätze zum Besten gegeben, über Gerüchte gesprochen, Beleidigendes. Ich habe auch gesagt, ich sage es jetzt mit schöneren Worten, manche Journalisten und manche Medien dürften käuflich sein. Ich bin dafür verurteilt worden. Ne? Ich habe immer gesagt, jetzt im Nachhinein muss ich mich bei den käuflichen Damen entschuldigen, ja? Bei denen habe ich ihnen Unrecht getan. Ne? Bei den käuflichen Damen weiß man, woran man ist. Ja? Da kriegt man das, was man kauft. Ja? Bei den Medien ist das nicht immer so klar. Ja? Aber es kommt vor, wie wir heute in Österreich sehen, anhand dieser Beispiele wieder können. Chats, die eines aufzeigen, dass man Wahlumfragen, auch persönliche Umfragen für Parteien, offenbar gefälscht, gefälscht hat, über Medien spielen lassen, um Stimmungen aufzubereiten, Manipulation zu leben, um Wahlen letztlich auch zu beeinflussen. Und über all diese Gerüchte habe ich damals bereits auf Ibiza gesprochen und sie bestätigten sich offensichtlich jetzt. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich heute hier bei euch bin, möchte ich über ein paar große politische, grundsätzliche Linien auch sprechen, die uns nämlich alle in der Gegenwart und in Zukunft beschäftigen werden. Was sind die großen politischen Linien und Fragen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben? Einerseits haben wir jetzt seit geraumer Zeit die Entwicklung des Coronavirus erleben und erleiden müssen. Wir haben erleben müssen, wie global politisch Verantwortliche mit Lockdowns uns eingesperrt haben, uns Grund- und Freiheitsrechte sukzessive gestohlen worden und geraubt worden sind, wo man begonnen hat, Mechanismen zu schaffen, die wir geglaubt haben, nie wieder erleben und erdulden zu müssen. Und man auf einmal gesehen hat, wie schnell es geht von einer Demokratie hin in Richtung einer autoritären Gesellschaft, wo vielleicht sogar der Nachbar die Polizei verständigt hat, weil die Großmutter zu Besuch bei ihren Enkelkindern gewesen ist, in einer Zeit, wo Ausgangssperre und Lockdown beherrscht hat. Eine beängstigende Entwicklung, die man ernst nehmen muss. Und wo wir als freiheitsliebende Menschen auch eine Verantwortung haben, dagegen zu halten. Und das ist eine
Entwicklung, wo man heute auch ganz bewusst die Gesellschaft versucht zu spalten. Eine Art Impf-Apartheid, wo man sagt, die einen sind die Guten, die sich zur Impfung begeben, und die anderen, die der Impfung gegenüber skeptisch sind, sind die Leugner, die Verrückten, die Spinner, weil sie letztlich ihr Recht auf ihre eigene körperliche Integrität in Anspruch nehmen wollen. Und man beginnt mit einem indirekten Zwang, Druck auf jeden Einzelnen auszuüben, die sehen, dass man sagt, wenn du deinen Job nicht antreten kannst, weil du die Vorgaben bei 1, 2, 3G nicht erfüllst, dann kannst du gekündigt werden. Dann fällst du vielleicht sogar heraus aus dem Sozialsystem und bekommst kein Arbeitslosengeld oder Hartz IV. Was ist das für eine Politik, die so verfährt? Das macht zu Recht Angst. Und da müssen wir alle aufstehen, und zwar laut auch dagegen auftreten, noch dazu, wenn wir hören, dass das alles Mechanismen sind, wo man uns schon vorbereitet auf den nächsten Lockdown, nämlich den Lockdown einer Greta wegen CO2 und andere Verrücktheiten. Wenn man erlebt, wie die Entwicklung da Einzug gehalten hat, mit Tracking-Apps, der totalen Kontrolle der Bürger, mit Systemen wie aus China, nämlich mit dem Social Credit System, das manche europäischen Politiker heute als Vorbild schon diskutieren. Wo in China mit einer Social Credit System Situation heute Menschen quasi zu unterschiedlichen Klassen aufgeteilt werden. Wenn du rot über die Ampel gehst, kriegst du Minuspunkte. Ne? Wenn du irgendein Verkehrsvergehen hast, kriegst du Minuspunkte. Und wenn die Minuspunkte hoch genug sind, bist du kein gleichwertiges Mitglied der Gesellschaft mehr, dann darfst du gewisse Veranstaltungen nicht mehr besuchen. Deine Kinder nicht mehr in gewisse Kindergärten oder Schulen gehen, weil du dann durch dieses System einfach nicht mehr gesellschaftsfähig bist, wie das in China heute bereits vollzogen wird. Und in Europa diskutiert man solche Mechanismen. Das sind Themen, die uns beschäftigen und die wir aufhalten müssen. Und wir müssen aufhalten, dass alle diese Überlegungen bis hin zu politischen Mustern einer Energiewende, die sie vorantreiben, wo sie die deutsche Autoindustrie bewusst gegen die Wand fahren, dann vielleicht in Richtung Blackouts und andere Wahnsinnigkeiten geraten, mit Lieferengpässen und anderen Verrücktheiten. Das ist keine verantwortliche Politik. Und deshalb ist es so wichtig, hier so eine standhafte Bewegung auch zu unterstützen. Weil wir nicht nur im Jetzt leben, wir müssen im Jetzt handeln, um in Zukunft noch schlechtere und negative Entwicklungen zu verhindern. Und Stück für Stück nimmt man uns hier letztlich Grundrechte, Freiheitsrechte, Selbstbestimmungsrechte. Und das alles geht einher, natürlich begleitet auch mit einer Entwicklung, die oftmals, so wie von Klaus Schwab, in dem Buch The Great Reset, kann jeder sich kaufen und lesen. Es kann jeder sein Vorgängerbuch, Die Industrielle Revolution, kaufen und lesen und nachlesen, was da drinnen steht. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist eine Praxis, die in diesem Buch beschrieben wird. Wo der Herr Klaus Schwab vom World Economic Forum jedes Jahr auch 1500 Milliardäre dieser Welt einlädt, die sogenannte Kapitalelite des Planeten, und man dann halt zusammenkommt, um darüber zu sprechen, zu diskutieren, zu philosophieren, natürlich hinter verschlossenen Räumen, wie man die nächsten Schritte setzen will, um gewisse Interessenslagen in Umsetzung zu bringen. Vom Transhumanismus schreibt er, von einer Entwicklung der Digitalisierung, wo man 60, 70, 80% der Menschen in Zukunft als arbeitende Menschen gar nicht mehr benötigt und gar nicht mehr braucht, weil die Robotik das übernehmen wird. Wo man darüber philosophiert, was macht man dann mit diesen Menschen, die man nicht mehr braucht und benötigt und die keine Arbeit mehr haben, wo man natürlich dann hergeht und sagt, naja, für die werden wir dann vielleicht ein Grundeinkommen einführen, damit sie beruhigt sind und ein digitales Grundeinkommen haben, wo sie monatlich zumindest ihre Wohnungskosten, Essenskosten abgedeckt haben, aber nichts mehr ansparen können, kein Eigentum mehr bilden können, weil dieses digitale Grundeinkommen am Monatsende, wenn man es nicht ausgegeben hat, wertlos wird und die Punkte, die überbleiben, entfallen.
Ja, was sind das für Entwicklungen? Das sind Entwicklungen eines kommunistischen globalen Systems, wo die totale Kontrolle von Menschen offen angesprochen wird. Und wo ein paar wenige gleich als gleich sind, wie das im Kommunismus auch war, nämlich die oberen 5%, die dann alles haben und die offenbar auch alles für sich sicherstellen können. Und deshalb ist es so wichtig, darüber zu reden. Denn wir stehen vor einer Entwicklung, wo ja heute in der Europäischen Union bereits klar und offen gesagt wird, Begrenzung von Bargeld. Das ist ja nur ein Schritt, der am Ende genau dorthin hinführen soll, dass das Bargeld verboten werden soll und dass man eine Einführung eines digitalen Währungssystems im Dollarraum, im Euroraum, auch im chinesischen Bereich des Jens in Wahrheit vornehmen will. Und wenn solche Schritte kommen, und die plant man, dann geht das auf Kosten der Masse, der Völker und der Menschen. Denn dann wird es einen Währungsschnitt geben. Spätestens wenn über Nacht das Bargeld abgeschafft wird und die Einführung eines digitalen Euro kommt, kann ich euch heute schon voraussagen, dann wird es eine Abwertung geben von 40-50% auf Kosten der Masse der Menschen. Weil dann die Staaten sich über die Masse der Bürger sanieren, die Staatsschulden abbauen und in Wahrheit dann natürlich Corona und andere Mechanismen die Schuld geben werden, warum dieser Schnitt notwendig war und diese Reform notwendig gewesen ist. Und neben all diesen Mechanismen, liebe Freunde, geht eines einher, nämlich dass letztlich das, was der Irfan Mirci heute gesagt hat, der Ausverkauf unserer Heimat auf unterschiedlichsten Ebenen stattfindet. Ein Ausverkauf der Heimat, der sich seit Jahrzehnten sukzessive zuspitzt und immer verschärft. Und das ist natürlich ein Ausverkauf, der parallel einhergeht mit den Flüchtlingsbewegungen, die ja auch gesteuert werden. Denn sind wir ehrlich, das hehre Recht auf Asyl sollte ein Recht sein, das man, wenn man bedroht ist, in den jeweiligen Nachbarländern hat, aber doch nicht die Reisefreiheit und die Asylreisefreiheit hat, quer durch den Planeten zu reisen, um nur nach Deutschland, Österreich oder in andere Länder zu kommen, wo das Sozialsystem letztlich ausgenutzt worden soll. Und genau das ist der Punkt. Und diese Flüchtlingswellen erleben wir und die spitzen sich ja auch aktuell wieder zu, nach der peinlichen Situation, die da jetzt gerade in Afghanistan stattgefunden hat, mit diesem völlig unkoordinierten Abzug, und wo die Amerikaner militärisches Gerät im Wert von fast 85 Milliarden Dollar zurückgelassen haben. Ich meine, da glaubt doch keiner an Zufall. Ja? Das ist einfach Zufall. So deppert können ja die nicht sein. Ja? Das ist natürlich etwas, was man auch hinterfragen muss mit System, und dahinter steckt System. Und ich habe immer gesagt, eine begrenzte Zuwanderung aus verwandten Kulturkreisen ist ja nicht das Problem. Wenn wir heute unter uns in Europa verwandte Kulturkreise haben, christliches Abendland geprägt sind von einer gemeinsamen Kultur, von verwandten Religionen, na, dann ist oftmals nur die fehlende gemeinsame Sprache das Problem. Und wenn da jemand kommt aus Polen, aus Ungarn, aus Tschechien, woher auch immer, sich hier ansieht und Deutsch lernt, sich integriert, hat ja keiner ein Problem damit, liebe Freunde. Wir sind ja keine Menschen- oder Ausländerfeinde. Das ist ja falsch und ein Unsinn. Und genau darum geht's. Und ich habe daher zu Recht diese Probleme, diese unterschiedlichen Facetten all die Jahre richtigerweise angesprochen, mich sogar bemüht, für die Jugendgeneration politische Raps zu machen. Ja? Und da kann ich mich erinnern an eine Passage, die lautet wie folgt: Und wer sich nicht integrieren will, für den habe ich ein Reiseziel. Ab in die Heimat, guten Flug, denn Arbeitslose und Kriminelle haben wir ja selbst genug. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Wir wollen anständige Menschen. Menschen, die sich integrieren, die arbeiten, die sich an den Rechtsstaat halten. Ja? Begrenzt nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat werden wollen. Das ist der Punkt. Und wer sich nicht benehmen kann, ja, dem zeigen wir die Tür hinaus. Das muss endlich das politische Verständnis werden. Und da hat der Viktor Frankl was sehr Gutes gesagt. Der Viktor Frankl hat gesagt, es gibt quasi zwei Rassen von Menschen. Anständige und Unanständige. Und das ist das Wesen. Wir haben in unserem Kulturraum, hier in eurem Land, genügend Gauner und Verbrecher. Da werden wir doch nicht noch Kriminelle und Verbrecher importieren. Ja? Da haben wir selber genug davon. Anständige Menschen wollen wir hier
haben, auch fördern und unterstützen und nicht das Gegenteil. Und wenn es dann um die kulturferne Zuwanderung geht, dann ist das Problem das, was heute auch der Irfan beschrieben hat. Dort erleben wir, ja, kulturpolitisch, identitätspolitisch letztlich eine Problematik, weil sie grenzenlos stattgefunden hat. Weil wir eine Entwicklung erleben, wo eine Islamisierung quer durch Europa langsam schleichend und immer rasanter ja vorangeschritten ist. Schauen wir nach Großbritannien, schauen wir nach Frankreich und schauen wir hier in Deutschland in diversen Großstädten an, wie in den Volksschulen bereits die eigene Bevölkerung zur Minderheit geworden ist. Wo sich deutsche Kinder bereits beginnen anzupassen, weil sie so unter Druck gesetzt werden, ja auch körperlich, auch teilweise da oder dort gewalttätig, dass sie schon gebrochen Deutsch sprechen, um irgendwie dazuzugehören bei den Zuwanderern, bei islamischen Zuwanderern. Das ist eine Entwicklung, die demografiepolitisch auch eine unglaubliche Gefahr darstellt. Immer weniger Kinder und durch die rasante Zuwanderung, die passiert ist, eine Entwicklung, wo wir heute bei den 6- bis 10-Jährigen bereits in Wien in den öffentlichen Volksschulen über 50% muslimische Kinder haben. Und das ist in euren Städten nicht anders. Und wenn man das hochrechnet, demografiepolitisch, wo das hinführt, in 10, 20, 30, 40 Jahren, dann werden wir zu einer Minderheit in der eigenen Heimat. Und das ist der gelebte Ausverkauf unserer Heimat. Den politisch unverantwortliche Vertreter sukzessive zugelassen haben. Und es ist daher höchste Zeit, gegenzusteuern, gegen diese unglaubliche Selbstverachtung und den Ausverkauf unserer Heimat in Europa. Und der politische Faschismus ist letztlich im Islam auch zu Hause. Der politische Faschismus ist ein Teil des politischen Islam. Dieses Untrennbare, nämlich zwischen einer Religion, einem Rechtssystem der Scharia und das auch als Politik, als Dreieinigkeit zu betrachten und nicht, so wie wir es geschafft haben, eine Aufklärung, eine Trennung zwischen Religion und Staat zu bewirken. Deshalb letztlich teilweise im Islam nicht überall funktioniert. Und wir müssen daher natürlich auch den liberalen Kräften im Islam helfen, diesen politischen Islam zu überwinden. Und dieser politische Islam ist leider Gottes in den letzten Jahrzehnten im arabischen Raum nicht schwächer geworden, stärker denn je. Und erinnern wir uns und schauen wir uns die Bilder an in Afghanistan in den 70er Jahren, wo Frauen ohne Kopftuch mit Minirock auf den Straßen unterwegs sind. Oder auch in anderen islamischen Ländern. Und heute. Das ist genau das Zeichen der Unterdrückung von Frauen durch ein Gesellschaftssystem, das totalitär alles vorgibt. Alles vorgibt in einer sagen, faschistischen Art und Weise, wo du gar keine Wahl hast auszubrechen. Und wer ausbricht, der muss sogar mit der Todesstrafe da oder dort rechnen. Mit einer Steinigung oder anderen unglaublichen, brutalen Mechanismen. Und genau das wollen wir nicht hier haben. Wir wollen nicht eine Entwicklung haben, wo in ein paar Jahrzehnten eine neue Mehrheitsbevölkerung in unserer Heimat die ursprüngliche Bevölkerung übernommen hat und dann demokratiepolitisch als Mehrheit hergeht und sagt, und jetzt bestimmen wir und jetzt führen wir die Scharia ein und jetzt geben wir euch vor, wie ihr zu leben habt und kein anderes Leben hier geduldet. Und so gesehen ist es eine unglaubliche Verantwortung, die wir haben, um das zu stoppen. Unsere Heimat in Europa, der Vaterländer, gilt es zu erhalten. Und das ist unser Haus. Deutschland ist euer Haus. Österreich, wo ich herkomme, ist mein Haus. Unser Haus ist unsere Heimat, liebe Freunde. Unser Haus ist unsere Heimat und ihr seid die Eigentümer des Hauses Deutschland. Ihr seid die Eigentümer. Und ihr als Eigentümer eures Hauses Deutschland entscheidet, wer und wie viele werden in eurem Haus in einem Gästezimmer aufgenommen. Ihr entscheidet das. Ihr entscheidet die Hausordnung in eurem Haus. Und wenn jemand sich nicht an eure Hausordnung hält, weil er permanent Lärm macht, das Mobiliar zerstört, ja, dann zeigt ihr ihm den Weg hinaus aus eurem Haus, weil er da nichts mehr verloren hat. Ihr seid die Besitzer und die Herren eures Hauses.
und nicht die Politiker. Das sind die Hausverwalter und eure Hausmeister, eure Angestellten sind sie. Die haben über euer Haus nicht zu entscheiden. Ihr als Hausbesitzer seid es. Und das ist so wichtig, sozusagen auch in der Art und Weise sichtbar zu machen. Wir haben ein Recht auf unsere Heimat. Und ein Heimatrecht ist Menschenrecht. Und dieses heilige Menschenrecht wird permanent letztlich allen heimatbewussten Menschen abgesprochen. Es ist ein Menschenrecht, dass unsere Heimat auch geschützt wird, bewahrt wird für kommende Generationen. Und das ist die Verantwortung, die wir alle tragen gegenüber unseren Kindern und Kindeskindern, damit die nicht irgendwann einmal aufwachen und sagen, ja, Vater, Mama, Großvater, Großmutter, was habt ihr aus meinem Land gemacht? Was habt ihr zugelassen? Warum habt ihr meine Heimat so heruntergefahren und gegen die Wand gefahren und kaputt gemacht? Das ist die Verantwortung von uns allen. Und da kann niemand ausgenommen werden. Und seid euch dessen bewusst, jeder Einzelne von euch hat eine Kraft. Nichts ist Gott gewollt, was wir hier irdisch erleben. Und nichts ist unabänderlich. Auch wenn es manchmal noch so schwer wird, noch so undurchsichtig und schwierig wird. Jeder Einzelne hat eine Kraft und wenn jeder Einzelne mithilft, dann können wir gemeinsam solche Fehlsystementwicklungen auch verändern. Deshalb bitte, eure Kraft, euren Beitrag, jeder Einzelne dazu beitragen und danke an die Organisatoren dieser Veranstaltung, die Großartiges geleistet haben in 7 Jahren mit dem Lutz Bachmann und seinen Freunden. Und deshalb bleibt mir zum Abschluss nur eins, lasst euch nicht auseinander dividieren. Patrioten sind keine Idioten. Patrioten sind keine Extremisten. Patrioten sind Menschen mit Verantwortung für ihre Heimat, die demokratisch und aus Freiheitsliebe für eine Selbstbestimmung eintreten und nicht zerstört und kaputt gemacht werden wollen. Das sind Patrioten. Und daher zum Abschluss, Patrioten aller Länder, macht's auf, vereinigt euch gegen die Globalisten, die euch alle auseinander dividieren wollen und euch spalten wollen und in Wahrheit nicht das im Sinne führen, was wir brauchen. Nämlich ein Europa der Vielfalt der Nationen und keine Einfalt und nicht einen Melting Pot von einer Auflösung von Völkern, wo sich die Menschen nur mehr über Großkonzerne identifizieren. Nein, unsere Kultur, unsere Identität und Vielfalt in Europa, die macht uns aus und gemeinsam wollen wir als europäische Völker und europäische Patrioten diesen europäischen Kontinent im Sinne unserer abendländischen Kultur retten. Und die Rettung, das ist unser Anspruch und dazu braucht es auch ein Europa als Festung Europa. Glück auf, danke, dass es euch gibt, macht's weiter so, ihr seid letztlich die Kraft, die von Dresden auf Europa ausstrahlt.